Heute gucken wir uns das zweite Thema an, das ich für die ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf komponiert habe. Und ganz kleine Info, was der Regisseur wollte. Der wollte nämlich ein Thema haben, was 20 Sekunden lang ist und insgesamt 8 Durchläufe hat. Und jedes Mal steigert sich das Ganze etwas. Das ist der komplette Track und ich gehe mal in das Konzept rein. Also wir haben hier ein kirchliches Tabuthema, über das es in der Sendung geht. Und ich wollte so viel Mollakkorde wie möglich benutzen. Und wir fangen mal an mit C-Moll. D-Moll mit der 11. Jetzt F-Moll mit der Terzen Bass. F-Moll. C-Moll mit der Terzen Bass. Jetzt G-Sus4. Und man würde ja erwarten, dass der sich jetzt auflöst nach... Tut aber nicht. Es ändert sich ein anderer Ton. Wir gehen von G-Sus4... und nehmen das G und legen das jetzt auf das F. Und das zieht sich jetzt wirklich durch das ganze Stück durch. Wir hören nochmal den Anfang an. Und am Anfang, da haben wir nur eine Geige, eine Solo-Geige und dann haben wir noch eine Orgel, die hier munter dazu spielt.
Ja, ich weiß gar nicht, warum die gerade so trocken gewesen ist. Also eigentlich hat die hier Hall drauf. Dann kommt der zweite Durchgang und da kommt noch eine andere Orgel ganz leicht dazu. Das heißt, wir haben die Basstöne, die jetzt dazu kommen, die sind davor noch gar nicht wirklich einzeln da gewesen. Und dann kommen nochmal jetzt Geigen dazu. Wir hatten eben die ganze Zeit eine Geige und jetzt kommt noch eine Bratsche dazu. Das sind zwei Solo-Geigen und zwar haben wir einmal von den First Chairs von Orchestral Tools die Bratsche. Und dann haben wir von Cinematic Studio Strings. Das ist auch noch überschaubar. Jetzt kommt der dritte Durchlauf und jetzt kommt der Giant dazu. Einfach nochmal, um die Basstöne ein bisschen zu verstärken. Die sind davor durch die andere Orgel ein bisschen da gewesen, aber naja. Und jetzt haben wir noch eine Orgel, die dazu kommt. Die doppelt also genau das, was oben die Paganini-Geige hat. Und jetzt kommt noch ein Chor dazu. Der kommt in diesem Fall aus Metropolis Arc 1. Und jetzt haben wir hier momentan nur die Männer. Und die spielen oder singen auch einfach nur die Basstöne. Und ich habe mir das extra als Audio-Files rausgerechnet. Erstens, damit ich nicht so viel RAM-Leistung und Rechenpower brauche, also vor allen Dingen RAM. Ich habe das Gefühl, ganz viele Orchester-Libraries, Core-Libraries brauchen sehr, sehr viel RAM oder Ladezeiten. Hier ging es eigentlich. Das war aber noch was ganz anderes, dass ich bei jedem Clip sagen kann, wie laut der sein soll. Am Anfang bin ich hier bei 0, also beim Clip-Gain. Und hinten können wir sehen, ich bin bei 7. Und das finde ich cool, weil ich hier viel, viel einfacher eine Lautstärkenautomation quasi machen kann oder Betonungen von Silben, dass ich immer sagen kann, ich möchte hier nicht betonen. Und ich kann wirklich sagen, die Passage, die soll jetzt plötzlich lauter werden. Und das ist für mich wesentlich einfacher zu handeln, als wenn ich jetzt eine Lautstärkenautomation im Fader oder ähnliches machen müsste oder müsste mit Controllern arbeiten. Bei den Frauen, die hier nachher dazukommen, da sehen wir auch, die werden auch mal ein kleines bisschen lauter. Zuerst sind sie auf 2 dB, dann 4, dann bleiben sie da, dann gehen sie auf 6 und am Schluss auf die 7. Und wenn ich wollte, könnte ich natürlich zusätzlich auch nochmal eine Lautstärkenautomation dazufahren. Das war jetzt der dritte Durchgang. Der klingt, machen wir ganz kurz mal alles zusammen, so. Und wir kommen zum vierten Durchgang. Da haben wir jetzt noch mehr Streicher dabei. Und zwar das Cello spielt einmal das hier. Kommt von den Cinematic Studio Solo Strings. Ich hatte noch ein anderes Piano ausprobiert von den Orchestral Tools First Chair, aber wir sehen, die Spur ist deaktiviert. Das heißt, das habe ich nachher dann gar nicht mehr benutzt. Und jetzt kommt noch eine tiefe Orgel dazu von Orchestral Tools.
Auch hier einfach nur die Basstöne. Und dazu kommt jetzt noch ein schöner Subbass. Kommt aus dem Reaktor Monarch von Native Instruments. Das Ganze wird nochmal gefiltert durch den Mini-Filter von Arturia. Ich mag das einfach, da noch ein paar Filterfahrten zu machen. Und jetzt kommen auch noch die Frauen hinzu beim Chor. Und eine Bassdrum. Und auch hier finde ich es manchmal schöner, mit Audio-Files zu arbeiten. Die kommt aus Kick 2, aus dem Plugin. Und ich finde es schön, wenn ich hier wirklich mit Audio-Files arbeiten kann, weil ich dann einige Clips nochmal viel, viel leichter, leise oder lauter machen kann. Und ich kann das Ganze hier auch wirklich sehen. Und dann geht es auch schon in den nächsten Part über. Im nächsten Part, da haben wir noch ein weiteres Cello. Das Cello, was wir davor hatten, das kam jetzt aus dem Cinematic Studio Solo Strings. Und auf einmal spielen noch mehr Celli. Jetzt haben wir die Spitfire Chamber Strings. Also wir hören nochmal zuerst Cinematic Studio Solo Strings und dann alleine die Strings von Spitfire. Und das nutze ich einfach, damit es noch so ein kleines bisschen mehr wird, dass das Orchester noch ein bisschen größer wird. Und im nächsten Durchlauf, da haben wir dann noch ein Cello, dieses Mal von den LA Scoring Strings. Und ich liebe die Electronic Strings, weil gerade die Spicati unglaublich bitey sind. Das gefällt mir unglaublich gut. Also das Orchester, das wächst ja noch ein kleines bisschen an. Dann haben wir im fünften Durchlauf sind wir jetzt den Giant. Der hatte da vorher die Bässe gespielt. Ab jetzt hören die Bässe auf, denn jetzt wird was anderes gespielt. Denn erstens, ja, kann der Pianist jetzt nur eine Sache spielen und nur die Bässe alleine wäre jetzt ein bisschen langweilig gewesen. Es sollte noch was sein, was ein bisschen nach vorne geht. Dann habe ich nochmal Streicher dazu genommen. Die kommen jetzt von Spitfire Alien One Short Spiccato. Die spielen quasi das Gleiche, was das Klavier macht, nur eben im doppelten Tempo. Und doppeltes Tempo, das macht jetzt auch hier die Kick, also nicht ganz doppeltes Tempo, aber wir haben quasi einen Four-in-the-Floor-Rhythmus. Davor war das Dim, Dim, Dim. Dumm. Aber jetzt geht das Ganze noch weiter nach vorne. Jetzt sind wir im nächsten Durchlauf
Und hier hört dieser Subbass jetzt auf, damit wir noch ein bisschen mehr Platz lassen für den Rest. Also dieses Getragene vom Bass, das kann jetzt erstmal wieder weg sein. Und stattdessen kommt noch eine andere Orgel dazu. Und wir haben noch eine andere tiefe Orgel, nämlich die von Orchestral Tools und beide Mann zusammen. Also da brauchen wir keinen liegenden Bass mehr. Das würde auch dieses Stampfen eigentlich ein bisschen kaputt machen. Es gibt noch ein neues Instrument, was dazukommt. Lustig, weil es im Kontext fast klingt wie ein Harpsichord zum Beispiel, was wir da drin haben. Und ich habe hier ganz einfach die Akkorde gelegt. Also ich habe das gar nicht einzeln gespielt, wie es klingt. Ich habe also nicht gespielt, sondern ich habe die Akkorde nur gelegt. Und das Ganze wird mit einem Arpeggiate dann in einen Rhythmus gelegt. Das Ganze kommt aus Mosaic Plug von Heavy City. Und es gibt ein paar Sounds, die klingen sehr synthetisch. Es gibt aber auch einige Sounds, die klingen im Kontext sehr, sehr organisch. Und das war jetzt einer davon. Da ist auch noch die Shaperbox drauf. Ich mache die Shaperbox mal aus. Und der möchte noch... So, jetzt kann ich die Shaperbox ausmachen. Genau, wir hören mal, wie es ohne die Shaperbox klingt. Und ich wollte den Rhythmus noch ein bisschen definierter haben. Shaperbox an, fertig. Und jetzt haben wir ein Element, was im oberen Frequenzbereich nochmal ein bisschen Schub gibt. Jetzt waren wir eher unten oder in den Mitten, aber nicht so ganz oben. Und so klingt jetzt alles zusammen. Dann kommen wir zum siebten Durchlauf. Jetzt haben wir noch ein Streichinstrument, was dazukommt, und zwar die erste Geige, auch wieder von den LS Going Strings. Und dann haben wir noch eine weitere Orgel. Das ist die Organ Towns Hall und die habe ich zuerst wirklich gespielt und habe mir das Ganze nachher dann doch wieder als Audiofiles rausgerechnet, damit ich jeden Ton einzeln in der Lautstärke steuern kann, denn die ist nicht abhängig von der Velocity. Klar, ist auch eine Orgel. Ich könnte mir einen Controller drauflegen, das war mir aber echt zu tricky und zu frickelig und deswegen habe ich gesagt, ich finde das schön, wenn ich jeden einzelnen Akkord hier anfassen kann, kann verschieben und vielleicht noch eine Tonhöhe ändern. Hier sehen wir, dass ich den vierten Akkord um 1 dB lauter gemacht habe, den nächsten um 2, den nächsten auch um 2 und alles, was danach kommt, den letzten Durchgang, den habe ich komplett um 5 dB abgesenkt. Und dann haben wir noch die Chöre, die hier ein bisschen lauter werden. Das ist es in diesem Durchgang eigentlich auch gewesen. Und jetzt kommt der achte und letzte Durchgang. Und die Streicher bleiben. Jetzt kommt aber noch ein ganz kleines bisschen leise Percussion hinzu. Ist im Kontext auch gar nicht so mega heftig zu hören. Dann gibt es nochmal Orgeltöne. Ein
parallel zu denen, die wir schon davor hatten. Und dann laufen die eben beide gleichzeitig. Dann habe ich noch die Basstöne. Und auch hier wieder schön als Audio-Files rausgerechnet, damit ich damit einfach schneller arbeiten kann. Jetzt haben wir zwei Kicks. Also wir haben die normale Kicks, die durchläuft. Das Ganze habe ich kopiert auf eine weitere Spur und die klingt erstmal gleich. Aber wenn ich jetzt mal beide gleichzeitig laufen lasse, dann habe ich immer einen Hauptschlag und die Achtel, die ist ein bisschen leiser. Und wie viel leiser, kann ich wieder wunderbar entweder mit Clip Gain einstellen oder hier mit dem Kanalzug. War für mich einfach super einfach, das so umzusetzen. Dann werden die Chöre am Schluss nochmal lauter. Und dann gehen wir auf den Schluss, denn wir haben so einen kleinen Riser. Auch da sind Chöre drin gewesen. Es gibt noch einen. Und ganz am Schluss dachte ich, eine Glocke wäre noch schön als Abschlag. Also, wenn wir schon mit Klischees arbeiten, dann haben wir den Chor, die Orgel und Glocke. Und die habe ich ganz einfach eine Oktave noch nach unten gestimmt. Die wäre sonst eigentlich eine Oktave höher, aber ich habe gesagt, damit die ja tiefer klingt, einfach einen leicht anderen Charakter hat, mache ich das Ganze einfach noch ein bisschen tiefer und wir hören uns mal den allerletzten Durchgang an. Das war ein kleines Filmmusik-Making-of zu ARD-Sendung Wie Gott uns schuf. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir die sehr gerne in die Kommentare. Und oben rechts siehst du noch, wie ich die Musik für eine Planetarium-Trailer schon komponiert habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao!